Hallo und herzlich willkommen zur 265. Folge von Space Engineers hier in der vierten Staffel auf Microhazard TV. Ich bin's, Eiswägen, und begrüße euch wieder zusammen mit Heiko. Hallo. Der da so ein paar Meter, so 160 Meter unter mir ist, an der Leitung. Ja. Genau. Wir sind noch oben, aber wir können jetzt gucken, ein bisschen was von der Leitung machen. Wir haben jetzt ein bisschen Eisen verarbeitet, was wir letzte Folge schon transportiert und umgeladen haben, und Heiko schmeißt gerade Motoren rein. Ich gucke jetzt von oben noch nach mit den kleinen Rohren. Was ja das letzte ist, was demzufolge fehlt. Ja. Mein Auto habe ich nicht auch schon umgebaut jetzt gerade zwischen den Folgen. Genau, Heiko hat sein Auto schon mit Auswürfen angepasst. Jetzt müssen wir bloß noch die Basisstation unten mit dem Sammler ausstatten. Genau. Aber auch das kriegen wir noch hin. Weiß eigentlich einer, ob die Antennen auch als Mittel da funktionieren, wenn sie nicht fertig geschweißt sind? Keine Ahnung. Na, wie gesagt, die Kommunikationskomponenten, ich würde mal gucken, an welcher Stelle die stehen, aber ansonsten würde ich die nur ungern reinpacken. Aber gut, wir können sie ja auch, wir müssen ja nicht anmachen, die Antennen, wir können sie ja auslassen. Wo man eine ja als Warnboje anlassen könnte, als ja. Zusätzlich noch zum Lichtsignal, dass man noch ein Funksignal an der Stelle hat. Ja. So ab auf eine bestimmte Entfernung, so wird die 5 Kilometer oder was, wo man nicht wahnsinnig hoch einstellen. Ich meine, fliegen werden wir hier eh nicht groß, aber trotzdem. Schaden kann es nicht. Ja. Beispiel, ersten Knick mit dem Motoren. Und Beispiel ist der Punkt jetzt bei meiner Voyager, die ich baue, ne? Ja. Das ist ja auch der Punkt, wenn du mal bei Star Trek guckst, so Treppenhäuser und so gibt's ja da nicht. Ja. Nee, es regnet. Wollen wir Regen arbeiten hier? Es gibt keine Treppenhäuser. Es gibt so Schächte, so Notschächte. Ansonsten nutzen ja alle nur diese Turbolifte. Mhm. Diese komischen Fahrstuhldinger da. Genau. Und was ja gut und schön ist, aber bei Space ist das schlecht umzusetzen, also schwer umzusetzen, nicht unmöglich, aber gibt natürlich Mods, die das natürlich auch wieder vereinfachen würden, ne? Aber da gibt es halt so Fahrstuhl-Mods und so. Aber will ich sagen, ich möchte die Voyager möglichst wenig Mods verbauen. Am besten gar keine. So kann ich sicher sein, dass sie möglichst immer funktioniert. Ja. Stell dir mal vor, du baust zum Beispiel, bauen jetzt die Hydrogengeneratoren ein, die wir jetzt drin haben als Mod gerade. Ja. Stell dir mal vor, ich baue die ein. So, jetzt ist die Mod, es funktioniert die Mod irgendwann nicht mehr. Hey, die Voyager hat kein H2 mehr. Das war's. Dann müsste ich erst alle Generatoren wieder umbauen. Ja. Und wenn die Mod so weit kaputt ist, dass sie nicht mehr angezeigt wird im Spiel, dann sind die Blöcke einfach weg. Dann ist nicht mal nur abbauen und andere Blöcke hinsetzen, dann wäre einfach das Material weg. So, das war schon mit den Rohren, Heiko. Okay. Also den ersten, ich bin jetzt, den ersten Knick habe ich geschafft, bis zur ersten Zwischenstütze. Ah. Weiter bin ich nicht gekommen. Die anderen Knicks brauchen auch noch Stützen dann später. Oh Mann. So, das war mit den kleinen Rohren schon wieder. So, ja. Wie haben wir jetzt geschafft von der Länge her mit den Rohren? Naja. Noch nicht die Hälfte auf jeden Fall. Na, an der Hälfte vielleicht, aber noch nicht die Hälfte. Wie weit kommst du mit den Motoren bisher? Eigentlich weit genug, schätze ich mal. Sind ja nur 6 pro Stück. Sollte die Länge reichen mit den 1000, die wir haben. Ah, weißt du was? Ich lade noch ein bisschen Eisenerz um. Wenn ich schon hier bin, gab es einen Crawler, wa? Das Geile ist ihm aufgefallen, wenn es regnet, dann glänzt der Boden wirklich, als wenn er nass wäre, ne? Mhm. Also dann tut der Boden richtig glänzen hier. Als wenn er wirklich nass wäre. Okay, vielleicht reichen die Motoren noch nicht unbedingt. Ja gut, aber dann fehlt nicht wahnsinnig viel. Mach mal kurz den Hangar auf, ja, weil... Ja. Für Erze umladen. So, mal gucken, was Heiko jetzt eingebaut hat an Auswurf. Okay, hier hinten sind Dreierst gemacht, ja? Ja, mehr passt nicht. Da hast du die hingesetzt. So hoch hast du die gesetzt? Mhm.
Der Punkt ist, ich weiß nicht, wie groß die Brocken sind, die rauskommen. Ja, ich auch nicht. Und du hast nur diesen einen Block Breite da. Ja. Es gewittert. Schlecht. Ich empfinde das gerade irgendwie als riskant mit deinem... Oder wollen wir das doch ganz hinten auswerfen? Genau. Hinten unterm. Unterm Verbinder hinten. Könnte man auch machen, ja. Weil ich glaube, da ist es sicherer. Weil zwischen den Achsen, nicht, dass da die Brocken dann dazwischen hängen und ein Auto durch die Gegend fliegt. Hm. Oder die ganze hintere Bereich in die Luft fliegt, so nach dem Motto, weil da irgendwo dann ein Block drin hängt. Ja, so ein. Also das ist immer nicht hinten. Du kannst direkt unterm Verbinder einfach einen Sortierer ransetzen, zum Beispiel. Ja. Und dann hier hinten so eine Reihe setzen mit 3 oder 4 Stück. Mhm. Oder 5 Stück, wie auch immer du willst. Wie viel hast du hier gemacht gehabt? 3 oder 4? 3. 3, dann würde ich hinten auch 3 machen einfach. Deine Batterien sind nur noch halb geladen übrigens, ne? Huh. Also die zeigen, also das heißt halb geladen. 2 Punkte heißt ja zwischen 50% und 75%. Ja. Weil ansonsten, du hast ja den Bohrer jetzt drin gelassen, ansonsten hätte ich gesagt, hätte ich das Ding dahin gesetzt, wo jetzt die Dings ist, ne? Der Bohrer. Hm. Oder, Heiko, was noch geht, du setzt die Batterie hier um. Die Batterie nach hinten schieben, wo jetzt die Auswürfe sind. Ja. Und dann hier zwischen den Achsen die Auswürfe setzen. Das können die auch machen. Dann könntest du rein theoretisch, pass auf, sogar 9 Stück setzen. Falls du so viel setzen möchtest, aber. So, ist die Frage, wenn ich die Batterie jetzt auf Entladen schalte, ne? Leite die dann die anderen Batterien auf? Weiß ich nicht. Schalt mal auf Entladen. Du müsst dafür erstmal wissen, welches ist. Aber das kannst du dir gleich bestimmt sagen. Wenn ich jetzt meine Batterie. Ja, musst du durchschalten. Genau. Schalt einfach durch, durchgehend auf Entladen, jeder einzeln, und dann guck ich, welches hier ist. Anzeigen bitte Batterie. Jetzt dafür nicht mal nach oben gehen müssen, jetzt so von hier unten machen können. Vom, ja, vom... War es die? Nein. Wenn sich was ändert, schreie ich. Okay. Ja. Okay. Vollständig erschöpft in 2 Tagen. Dann die Zeit will ich eigentlich nicht warten. Dann setz mal eine von den anderen Batterien auf Aufladen. Aufgeladen 6 Minuten. Und wie schnell? Erschöpft in 45 Minuten. Setz mal 2 auf Aufladen. Energy critical. 18 Minuten. Dritte. Warum ist denn die jetzt gelb geworden? Hast du gerade die falsche auf Aufladen gesetzt? Wieso? War die nicht eben gerade noch blau? Also bei mir passt alles noch. Batterie 7 ist auf Entladen. Obwohl, warte mal, hä? Warte. Die Batterie, die entladen soll, ist gelb, oder? Ich weiß nicht. Die sind 2 gelb, deswegen. Warte mal. Warte, was ist die wahrscheinlich? So, jetzt? Die ist jetzt blau, ja. Also jetzt entlädt sie, ne? Ich glaube, blau ist entladen, ja. Ja, gut, dann kann die auch aufladen. Da habe ich mich gerade verklickt. 5 Minuten, 7 Minuten, 9 Minuten, 5 Minuten. Ja, wenn sie nicht ganz leer ist, aber annähernd leer. Dann könntest du die versetzen einfach nach hinten. Ich muss mal kurz zu dir reinkommen. Mhm. Energie aufladen. Ja. So. Ich bin jetzt mit Absicht noch nicht zurückgefahren wieder, weil so viele Stahlplatten, so viele Stahlrohre hat die noch gar nicht produziert wieder, die Anlage drin. Ach so. Naja, so schnell produziert die auch wieder nicht. Das ist nur eine. Ist nicht so schnell wie die Mondbasis. Ja. Ist nur ein Dings. So. Deswegen schleppe ich ja gerade ein bisschen Erz einfach nach oben. Wieder mal. Was soll ich sonst machen? Wir haben. Boah, ist das aber starker Regen. Ja.
Sieht ja kaum was. Gewitter hast du ja gesagt, war der geblitzt vorhin, hast du gesagt. Naja, obwohl, Weather in meinem Schirm lag nach nur Rain. Na dann. Sagt meiner auch Rain. Ja gut, dann ist jetzt nur Regen. Kein Thunderstorm. Ja. Das dauert halt ein paar Minuten, bis die Batterie entladen ist. Dafür, dass der Quarter so klein ist, kann er aber echt viel Fracht transportieren, wa? Ja. Ich bin der Meinung, dass der sogar mehr transportieren kann als Nils seiner. Der hat doch bloß zwei mittlere drin, ne? Ich glaube schon. Ja, aber ich habe zwei große. Er hatte vor allem noch Platz für große, weil er aber mittlere genommen hat. Ja. Hat doch einen Haufen Platz in der Kiste. Warte, wie viel groß hast du drin? Zwei. Ja, ich auch. Ne, ich habe nur drei drin. Ja, bei deiner Größe, aber ich habe für die Größe meines Fahrzeugs. Ja. Ich habe, meiner ist kleiner als Nils seiner. Ich habe zwei große Container drin, habe eine Achse weniger und habe noch vorne einen schönen Cockpit-Bereich, sag ich mal. Aber gut, bei Nils ging es jetzt eher um die Außenoptik, glaube ich. Ja. Aber ich finde eine gewisse... das war knapp. Eine gewisse Funktionsberechtigung müssen die Fahrzeuge schon haben, ne? Irgendwo. Also ich meine, wenn ich mein Fahrzeug komplett voll mache, ja, das hier unten entlade, ja, muss Nils wahrscheinlich mindestens dreimal fahren, um mein Fahrzeug komplett zu entladen. Ja. Ich bräuchte nur zweimal fahren mit meinem. Also drei Container, wie gesagt. Ja. Dann fahre ich zweimal, dann ist das hier leer. Ja. So, 12 Tonnen habe ich schon wieder hochgeschafft. Okay. Deswegen muss ich auch wieder Stahlplatten machen für die weiteren Stützpfeiler noch für die Leitung. Ja. Oh, du hast noch Stahlplatten drin, war bei dir. So ein paar. Ja, 1.500 immerhin. Oh, ich mach noch Musik an. Ja, diese Unterhaltung. Na, bis ganz nach oben höre ich sie nicht. Okay. Aber bis kurz vor oben. Ah. Reichweite ist 500 Meter, ne? Ja. Warte. Oh, ist hier trocken. Bei mir regnet es mal. Ich hab... Ja, es regnet auch immer noch. Es sah bloß von innen trocken aus. Ja, von innen sieht es trocken aus. So, dann fahre ich mal wieder rüber und hoffe, dass ich jetzt ein paar, jetzt nur ein bisschen Eisen mitgenommen. Ja. Stell mal eine Liste zusammen, was wir für, also ich muss, mach ich selber gleich. Ich muss gucken, was wir für Dings alles brauchen, weißt du, für den Sammler. Ja. Für den Sammler, für die passende Konverterleitung dazu. Wir brauchen noch einen Container, haben wir ja unten an sich, den können wir ja benutzen, den kleinen. Und wir müssen irgendwo noch die Sortieranlage einbauen, das Umschalten. Ist das hier ein Sortierer? Ne, ist nur ein Förderband. Das würde ich wahrscheinlich hier oben machen. Irgendwo noch die Sortiergeschichte mit einbauen. So. Mhm. Fahre ich mal wieder zurück zur Basis. Ja. Aktuell ist mehr Transportgeschichten. Ein paar Bäume hier, glaube ich, auf dem Weg zur Rampe, die können wir irgendwann auch nochmal wegmachen. Oder ich mache die jetzt gleich weg. Weil die muss man immer drum rumfahren. Mhm. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass man immer drum rumfahren muss. Ich fäll jetzt die drei Bäume. Die anderen beiden können stehen bleiben. Dann kann man nämlich genau zwischen den beiden Bäumen durchfahren. Oh. Die doch übrig sind. So. Ja, man muss sich ja irgendwie was überlegen, ne? So. Ja. Tür zu beim Fahren. Habe ich wesentlich unbegrenzt Sauerstoff und Energie. Also unbegrenzt nicht, bis meine Akkus alle sind, aber. Aber die habe ich ja vor kurzem erst geladen. Mal gucken. Batteriestatus. Ja, 84%. Sollte aber noch eine Weile reichen. Ja. So. Abfahrt.
So, wieder zurück. Aber die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Und deswegen sehen wir euch, wenn ihr mögt, morgen wieder zur nächsten Folge und oder die nächsten Tage, muss nicht unbedingt morgen sein, kann ich nicht garantieren. Und verabschieden wir uns für heute, sagen ciao, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!